Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1888. Wir haben in der letzten Folge einen Krieg gegen das Deutsche Reich gewonnen. Die Deutschen haben sich eh schon wieder relativ gut erholt. Die haben da schon wieder einen Haufen Truppen an der Grenze. Aber mittlerweile haben sie schon so wenig Leute, dass das nicht mehr so gut laufen wird. Jetzt vor allem mit unseren Verbündeten Baden, Württemberg, Bayern und Sachsen sind wir jetzt so stark, dass Deutschland sicherlich keine Gefahr mehr für uns darstellt. Zumindest nicht mehr, wenn sie allein gegen uns Krieg führen. Und da haben wir genügend Truppen. Und wir sind mittlerweile auch von der militärischen Stärke so großartig oder von unserer technologischen Ausrichtung schon so gut, dass wir eigentlich keine Angst mehr zu haben müssen. Wir sind zwar sicherlich noch immer hinten nach, technisch gesehen, aber das machen wir einfach durch die Masse wett, die wir haben. Gut, schauen wir mal. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Mal relativ wenig kriegerisch vorzugehen. Bringt nicht wirklich was, weil wir haben eine relativ hohe Infamie und wenn wir nicht irgendeinen relativ günstigen, brauchbaren Kriegsgrund geschenkt kriegen, dann möchte ich eigentlich, wenn geht, nicht Krieg führen, außer man greift mich an, dann kann es wohl kaum verhindern. Aber, wie bereits gesagt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, muss es ja nicht unbedingt sein. Wir werden schauen, dass wir auch weiter die Fabriken ausbauen, und zwar jeweils die sinnvollsten in den einzelnen Gebieten. Also vor allem die Gebiete, die relativ stark bevölkert sind, wie Böhmen, wie Alföld, werden wir schauen, dass wir sinnvoll ausbauen. Und vielleicht auch das eine oder andere dazwischen. Na, schaut ja gar nicht einmal so schlecht aus. Wir haben... in Posen haben wir irre viele Arbeitslose. Woran liegt das? Achso, das haben wir ja gerade erst eingenommen. Die brauchen noch eine Weile, bis sie größer werden, die Fabriken. Und dann aber sollte das kein Problem mehr geben. Wir haben die Glühbirne entdeckt. Schau an, der Herr Edison. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass er das gar nicht selber entwickelt hat, sondern eigentlich jemand anderem gestohlen. Er hat zwar viele eigene Erfindungen gemacht, aber die sollen nicht direkt von ihm sein. Er hat sie nur effektiver gemacht. Tatsächlich können wir jetzt Elektroteilefabriken bauen. Das ist gar nicht einmal schlecht. Das werden wir vielleicht gleich irgendwo hinbauen, wo wir viele Leute haben. Und wo wir auch Glas produzieren. Böhmen zum Beispiel. Ja, Böhmen hat den Nachteil, wenn wir Elektroteile machen, müssen wir irgendwie danach noch andere Sachen auch machen können. Da könnten wir vielleicht, weil die Elektroteile sind eigentlich nur ein Zwischenprodukt. Wir können dann so Sachen wie Radios und Telefone herstellen, wenn wir die Elektroteile haben. Am besten wäre es irgendwas relativ Großes. Lombardei. Das könnten wir eigentlich. Könnten wir die Fabrik schließen? Bauen wir da mal eine Elektroteilefabrik hier. Ich könnte die da auch
noch schließen. Wie viele haben wir denn da drinnen? Da haben noch 15.000, 14.000 Platz. Hey, und erneut ein Konflikt. Wie viele haben wir da noch Platz? 4.000, 14.000 und 4.000 sind. Da sind 20.000 drinnen. Machen wir das noch aus. Das noch aus. Brauchen wir noch eine Glas. Eine Glasbläserei dazu, eine Glashütte. Wir werden dann wahrscheinlich das da auch noch löschen. Schauen wir mal. So, sonst noch Ostgalizien wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das wegtun. Da haben wir schon eine Glashütte. Haben wir da auch noch eine Elektroteilefabrik. Entsorgen wir die auch. Da noch sowas. Machen wir die noch aus. Gut. Geld haben wir ja mehr als genug derzeit. So, schauen wir mal. Da sind wir noch glücklich, da sind wir noch glücklich, das sind wir, da sind wir noch glücklich, 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 glücklich. Ist uns egal. Gut, Konflikte. Was wollen sie haben? Die Ägäischen Inseln. Ja. Und wir haben wieder das gleiche wie das letzte Mal. Skandinavien unterstützt die Osmanen. Ah. Natürlich sind wir an dem Konflikt interessiert. Schauen wir mal. Wie schaut das aus? Frankreich ist auf der Seite von Russland. Wie ungewöhnlich. Großbritannien ist auf der Seite von Skandinavien. Deutschland ist auf der Seite von... Eigentlich unentschlossen. Aber wenn wir wieder auf die Seite von... Wir sollten eigentlich auf die Seite von Skandinavien gehen. Könnte allerdings riskant sein, wenn Deutschland und England dann auf die andere Seite gehen, weil ich dahergegangen bin. An und für sich sollten wir auf die Seite Skandinaviens gehen, weil sie unsere Verbündeten sind. Ich mag aber nicht auf der deutschen Seite sein. Na, Großbritannien hat sich schon entschieden mal. Gurkhas, Askaris und Tirideurs. Ich wurde unter der österreichischen Herrschaft geboren. Mein ganzes Leben habe ich mich in den Kleidern von Österreich gekleidet und habe die Sprache von Österreich gelernt und gesprochen. Es sollte niemand verwundern, dass ich bereit bin, für mein Land zu sterben. In einer unserer Kolonien hat sich eine Tradition zur Unterstützung von Österreich und der österreichischen Herrschaft etabliert. Nur das freut mich aber. Und mehrere Eingeborene haben bezüglich der Aushebung von Eingeborenenregimentern zur Unterstützung der Kolonialtruppen ihre Zustimmung angedeutet. Das mache ich schon die ganze Zeit. Meine loyalen Untertanen, eurem Land dient ihr am besten zu Hause. Ah, okay. Weniger Militanz, und was ist das? Auch weniger Militanz, aber mehr Prestige. Das machen wir doch. Großbritannien haben wir schon auf der Seite. Wenn sich Deutschland auch sehr schnell entscheidet, dann werden wir das auch machen. Ach, vielleicht sollten wir es gleich machen. Mit Großbritannien auf unserer Seite. Puh. Wenn das aber wieder zu einem Krieg kommt, gegen Russland und Frankreich Krieg zu führen, ist nicht so lustig. Wir warten noch, ob sich Deutschland entscheidet. Und wenn sich Deutschland auf eine Seite schlägt, werden wir mitmachen.
Was haben wir denn noch? Noch mehr Truppen. Frankreich auf der Seite. Deutschland noch wahrscheinlich auf die Seite. Na, schauen wir mal. Warten wir noch ab. Wenn ich mich nämlich auf die skandinavische Seite schlage, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass Deutschland sich auf die französische Seite schlägt. Deswegen besser nicht. Wir wollen Prestige oder Militanz senken? Wir wollen Prestige. Militanz ist gut, weil dann können wir Reformen machen. Schauen wir mal. Gut, dann schauen wir noch in Südamerika, ob wir sonst noch jemanden beeinflussen können. Bolivien, mal schauen, machen wir doch glatt. Mit denen auch schon gute Beziehungen. Yep. Ist das mit Spanien? Oh. Gute Beziehungen. Niederlande eigentlich auch. Die Schweiz. Sind wir auch Beziehungen, weil wir schon mit der Schweiz Krieg führen. Dann haben wir unser Geld stationiert. Was machen wir denn? Puh. Vier Völker sind bei den Osmanen vertraut. Und eins herzlich. Aber Hauptsache, sie wollen alle Krieg mit ihnen führen. Komm schon, Deutschland, schlag dich auf die Seite von den Osmanen, dann gehe ich auch dort drüber. Um ehrlich zu sein, ich will nicht wieder mit Russland und Frankreich auf einer Seite kämpfen. Die sind so doof. Den letzten Krieg gegen Deutschland, den wir gemeinsam geführt haben, den hätten wir so fest. Da hätten wir so super absahnen können gegen die Deutschen. Aber nein, nein. Das war uns dann zu gefährlich, oder wie? So. Ja, auch hier verzichten wir auf den einen Punkt Prestige, das ist jetzt nicht zu viel. In Slavonien haben wir auch Arbeitslose, schon. Papiermühle noch dazu. Wo noch? Ostgalizien. Na gut. Ein paar Leute in Ostgalizien sind uns egal. Naja, ganz egal sind sie uns auch nicht. Wir heizen den Konflikt an, obwohl wir uns gar nicht in den Konflikt einmischen. Finde ich super.
Na komm schon, Deutschland, entscheide dich für eine Seite. Hier auf die skandinavische Seite. Oder mit etwas Glück können wir uns beide raushalten und die führen Krieg miteinander, die vier Wahnsinnigen. Ich muss eh nicht unbedingt Krieg führen. Tja, pardon. Tja. Na, jetzt zerreißt es mich. Ah, Deutschland hat sich doch entschieden. Okay, gehen wir auch darüber. Das sollte eigentlich ausreichen, dass Russland Frankreich einlenkt. Und wenn nicht, ich glaube, wir sind stark genug für Russland-Frankreich. Sehr gut. Das heißt, Frankreich hat eine auf den Deckel gekriegt, prestigemäßig. Ist natürlich auch eine Art und Weise zu arbeiten, um langsam an die Spitze zu kommen. Also wir sind jetzt etwa 100 Punkte, nicht einmal mehr 100 Punkte hinter Großbritannien. Großbritannien haben wir fast eingeholt. Aber Frankreich ist doch noch einiges von uns entfernt, von uns weg. Aber ihnen solche empfindlichen Niederlagen zu geben, hat den Vorteil für uns. Wir verlieren kein Prestige. Wir gewinnen es zwar auch nicht, aber Frankreich. Ach so, stimmt ja gar nicht. Russland hat die ja unterstützt. Naja, vielleicht hat Frankreich auch ein bisschen was verloren und wir ein bisschen was gewonnen. Wer weiß. So, das Fließband. Sehr gut. Mit der Industrie oder Kultur Handel will ich eigentlich nicht unbedingt. Raumverteidigung. Machen wir weiter bei der Industrie einfach. Verbrennungsmotoren. Oder, warte mal, irgendwo da. Ich glaube, wir müssen da irgendwas machen, damit wir Radios entwickeln, gell? Jo, da haben wir erst die Radiofabrik. Wo ist denn die Dings? Wo ist denn die Telefonfabrik? Da. Wir können schon Telefonfabriken bauen. Gut, dann machen wir doch glatt. Das da für Automobilfabriken trotzdem. Vatikanstaat wird ganz gern durchgehen. Das können wir glatt machen. Warum haben die gerade einen Krieg? Gegen Transvaal, echt jetzt? Frankreich möchte Transvaal annektieren und dazu brauchen sie die Hilfe von all diesen Staaten. Das ist erbärmlich. Das ist Transvaal. Das Blaue da, das Blaue da, das Blaue da ist Frankreich. Das werden sie ja wohl schaffen irgendwie. Das kostet ganz schön viel Infamie. Habt ihr das? Wieso hat der keinen. Der verdammt, das war irgendein Gratis-Kriegsgrund, den er da gekriegt hat. Das ist ja ärgerlich. Sardinien wird auch durch. Na klar, dürft's ja. Da werden wir sogar die Beziehungen verbessern zu euch. Telefonzentrale, sehr gut. Logistische Berechnung, auch gut. Das heißt, wir können Telefonfabriken bauen. Machen wir das doch klar. Also dorthin, wo wir Kommunisten. Gehen wir kurz zur Seite. Da könnten wir eine Telefonfabrik bauen. Wenn wir eine finden. Aber scheinbar können wir noch keine Telefonfabriken bauen.
Hauptsache unsere Telefonzentralen haben wir schon. Das heißt, wir müssen noch irgendwas anderes auch erforschen, damit wir das schaffen. Puh. Ein rotes Meer, ein rot-schwarzes Meer von Rebellen. Die 11. Armee können wir dann gleich an die Grenze schicken. Wo werden die dann stationiert werden? Da in Innsbruck vielleicht. Fahren wir gleich nach Bregenz mit euch. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und so, schauen wir mal, ob wir in Afrika auch kommunistische Rebellen haben. Man schaut gut aus. Ist es hier auch nicht? Dann gehen wir da dazu. Hohenlohe, nö. Theodor von Baden, Hummel, Wittelsbach. Wittelsbacher wollen wir nicht. Das sind die belgischen Verwandten von Franz Josef. Naja, besonders großartig ist das Aufgebot ja nicht an Generälen. Den, der hat zwar keine Boni, aber bringt plus in Moral. Das heißt, sie halten länger durch. So. Okay, Transvaal möchte auch durch unser Land durchrennen, aber um ehrlich zu sein, das kann ich mir gar nicht erlauben. Das ist so ein kleines, winziges Land, denen werde ich nicht erlauben, bei mir durchzulatschen.
Ich werde es einfach ignorieren. Können Ecuador weiter beeinflussen. Okay, die Liberalen sind wieder etwas stärker geworden. 5,5%, aber ich glaube, ich habe letztes Jahr eine Reform gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, es ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe das letzte Mal. Und auch das wird das heutige einzige Mal bleiben. Ich bin ja ziemlich müde, wie man fast hört. Wow, ich schliefe euch ein mit meinem Gegähne. Aber diese kommunistische Rebellion werden wir trotzdem noch niederschlagen. Ja, wie ich euch das letzte Mal auch gesagt habe, solche Revolutionen sind wichtig, damit das Volk irgendwelche Privilegien bekommt. Entweder liberale Privilegien, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit und ähnliches, oder soziale Privilegien, wie zum Beispiel einen 14-Stunden-Tag. Ist das lieb? Die wollen tatsächlich nur 14 Stunden arbeiten bei mir. Gut, Transvaal ist nicht mehr. Dieser durchaus intensive, aber sehr kurze Kampf hat Französisch-Afrika noch größer gemacht. Naja, kann man nichts machen. Gut, wir können mittlerweile 195 Truppen erhalten. Ich werde das aber jetzt nicht gleich einstellen, sondern erst nächste Runde. So, ich glaube, wir haben, also das nächste Mal, wenn ich wieder spiele, beziehungsweise ich werde es halt in der Pause machen. Wo ist diese Truppe hin? Ah, das ist da. Verstehe. Wieder eine Beleidigung. Aus Burma. Wie ist denn das bei Burma? Das ist eine Einflusssphäre von Großbritannien, das ist nicht gut. Dann wollen wir nicht Krieg mit dir führen. Nur gegen einen Staat alleine da drüben, das wäre schon gegangen, oder auch gegen seine unzivilisierten Nachbarn und Verbündeten. Aber gegen eine andere Großmacht, das zahlt sich einfach nicht aus. Dafür bringt es einfach viel zu wenig Prestige, der Krieg. Andererseits hätte es keine Einflusssphäre mit, also wäre es nicht in der Einflusssphäre mit Großbritannien, wäre es wahrscheinlich eh schon lange angegriffen und kolonialisiert worden. Okay, na gut. Freunde, ihr seht, wir haben eine ganze halbe Stunde lang eigentlich nichts gemacht, was okay ist. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Victoria 2. Bis dann.